Der nächste Talk ist auf Deutsch, im Gegensatz zu den vorherigen, die alle auf Englisch waren, heißt Sexualisierte Gewalt und die Verantwortung von Gesellschaft und Communities. Unsere nächste Speakerin ist die Ann. Ann hat jede Menge Erfahrung, wenn es darum geht, antisexistische Awareness zu vergrößern, zu verbessern und auch diverse Awareness-Gruppen mitgegründet, auf Festivals mitgeholfen, beim Thema Awareness zu arbeiten. Und heute wird sie uns ein bisschen was darüber erzählen, was wir da auch unter anderem als Chaos-Community tun können und müssen, um bei dem Thema noch weiter voranzukommen. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, Ann auf der Bühne zu begrüßen. Und bitte tut es mir gleich mit einem großen, warmen Applaus. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, hallo. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute sprechen kann und dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit hier bisher und auch weiter eine gute Zeit. Sexualisierte Gewalt ist ja so ein ernsteres Thema oder auch bedrückendes Thema. Aber ich hoffe, ich kann hier ein bisschen so drüber sprechen, dass es jetzt nicht so bedrückend wirkt, sondern genau, wir haben hier ja einfach alle eine gute Zeit miteinander. Ja, es geht darum, dass sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft ja weiterhin sehr präsent ist oder weiterhin leider ein sehr starkes Thema ist. Und dass, ich denke, wir alle oder wir Communities auch irgendwie darauf reagieren oder reagieren müssten oder dann Umgang mitfinden müssten. Und die Gesellschaft tut das ja sowieso, also oft leider auch in einer nicht so guten Weise. Aber es gibt eben ja seit vielen Jahren ja auch schon Antworten von Communities, die ich eben so ganz gut finde. Und da möchte ich heute was vorstellen. Also der Vorschlag, den ich vorstelle, ist eben das Awareness-Konzept, was ja hier auf dem CCC auch praktiziert wird. Ja, Awareness ist so ein bisschen, ja, ist ja einerseits ein englischer Begriff, so ein bisschen abstrakter Begriff. Also viele fragen sich auch Awareness, was soll das irgendwie bedeuten? Und hier in Deutschland, in den sozialen Bewegungen, also was so Anti-Ra, Klimabewegung, feministische Bewegung, also verschiedene soziale Bewegungen, haben miteinander über die Jahre ja eine Antwort oder ein Konzept entwickelt. Und wir haben uns damals für diesen Awareness-Begriff entschieden, weil er über reine Unterstützung hinausgeht und auch über reine Prävention zu dem Thema hinausgeht. Und Awareness bedeutet für uns eben Achtsamkeit oder Bewusstsein und eben Achtsamkeit und Bewusstsein im Umgang mit sexistischer Diskriminierung und sexualisierter Gewalt. Und es geht eben darum, dass wir in unseren Communities oder in unseren Zusammenhängen Angebote schaffen, wie eben besser damit umgegangen werden kann und eben Angebote schaffen, die auch präventiv wirken. Aber nochmal so ein bisschen so zu diesem Ist-Zustand, also womit wir es da ja eben leider immer weiter noch zu tun haben. Also ist ja eben sexualisierte Gewalt, aber auch Sexismus im ganz Allgemeinen. Und da geht es eben bei sexualisierter Gewalt auch um Vergewaltigung, auch um sexistische Diskriminierung oder Grenzüberschreitung oder Übergriffe. Also das ist ja leider was, was überall stattfindet, also leider nicht zu wenig stattfindet. Und das bleibt eben oft unsichtbar. Also in unserem Miteinander oder da, wo wir uns organisieren, wird das oft gar nicht so sichtbar, dass diese Gewalt auch zwischen uns stattfindet oder eben in unseren Zusammenhängen stattfindet, weil eben meistens nicht drüber gesprochen wird. Und es ist eben leider auch so, dass die Zahlen von sexualisierter Gewalt sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht verändert haben. Also Mensch könnte ja eigentlich denken, die Gesellschaft wird immer aufgeklärter, es gibt soziale Bewegungen, es gibt Communities, also sexualisierte Gewalt nimmt ab. Aber dem ist leider überhaupt nicht so. Also sexualisierte Gewalt hat überhaupt nicht abgenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ja, also das finde ich eben weiterhin ziemlich tragisch und deswegen umso wichtiger, dass wir da Antworten drauf finden. Also von den Zahlen her ist es eben so, also dass jedes dritte Mädchen oder jeder dritte Junge in der Kindheit sexualisierte Gewalt erfährt, also was ja dann meistens eben in der Familie ist oder in der Herkunftsfamilie.
Und im Erwachsenenalter ist es so, dass jede siebte Frau, also was ungefähr 13% sind, also eben eine stärkere sexualisierte Gewalt erfahren hat, also von Vergewaltigung oder einer starken sexuellen Nötigung. Und in Bezug auf Transgender gibt es da leider keine Zahlen, aber auch Transgender sind auch sehr stark sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Und es ist leider auch so, dass eben, wenn Personen sexualisierte Gewalt passiert, dass es ziemlich schwierig ist, irgendwie einen Ort zu finden, wo ich mich gut hinwenden kann oder Gehör zu finden. Also es ist meistens so, dass ja, Frauen oder Betroffene sich da oft langsam vortasten und das hier und da mal fallen lassen, also meiner Freundin gegenüber oder in ihren Zusammenhängen gegenüber. Und das viel aber dann auch überhört wird oder weggehört wird oder nur mal so kurz nachgefragt wird, aber dann nicht weiter drauf eingegangen wird. Und es ist so, dass eigentlich eine Person ungefähr 10-mal den Anlauf nehmen muss und das irgendwo mal fallen lassen muss oder erzählen muss, damit ihr einer Person wirklich zuhört oder gar damit sozusagen damit umgegangen wird, dass sie Unterstützung erfährt. Also darüber sprechen ist sozusagen in unserer Gesellschaft weiterhin noch super schwierig oder eben kaum möglich. Ja, sexualisierte Gewalt umfasst eben eine ziemliche Bandbreite. Also das können Aufdringlichkeiten sein, ungewollte Berührungen, aber auch Anzüglichkeiten von Verhalten her oder Sprüchen, also verbalen Sachen, aber auch körperliche Übergriffigkeit oder ein psychisches Unterdrucksetzen oder auch Erpressen oder Nötigung und eben bis hin zur Vergewaltigung. Ja, und die Betroffenen können eben Frauen sein, Mädchen sein, Transgender, aber eben auch Männer und Jungen. Also Männer und Jungen sind genauso auch betroffen, aber eben in überwiegender Zahl ist es eben gesellschaftlich strukturell so, dass eben Frauen und Mädchen und Transgender-Personen betroffen sind und die Gewalt in der überwiegenden Zahl von Männern ausgeht. Und auch da gibt es irgendwie immer so Vorurteile, also irgendwie gibt es viele mal Vorurteile, dass die Gewalt eher von Männern aus unteren Schichten ausgeht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also die Gewalt findet in allen gesellschaftlichen Schichten statt. Und die Gesellschaft tut auch oft immer so, als ob diese Gewalt so von Einzeltätern ausgeht. Also das sind dann so einzelne böse Männer oder von Kranken ausgeht, dass es einzelne Kranke sind. Aber das stimmt eben auch überhaupt nicht. Also es sind keine Einzeltaten und das hat auch nichts mit Krankheit zu tun, sondern es ist eben was Strukturelles. Also es ist eben ein strukturelles Phänomen. Ja, für die Betroffenen können die Folgen eben sehr vehement sein und es ist aber auch super unterschiedlich. Also ich finde es voll wichtig, da nicht so zu pauschalisieren. Also für die Betroffenen bedeutet das immer das und das. Also es kann eben sein, wenn eine betroffene Person vielleicht auch schon älter ist oder gut aufgestellt ist und ein gutes soziales Umfeld hat oder schnell Personen hat, die ihr glauben und die sie unterstützen, dann kann das irgendwie sein, dass es sozusagen gar nicht so schrecklich starke Folgen hat und eine Person ziemlich gut und einfach damit im Leben so weiter umgehen kann. Also es ist eben ja sehr, sehr individuell unterschiedlich und hängt so vom Kontext ab, was so die Folgen sind. Aber bei vielen Personen kann es eben auch ja, vereinzelte Krisen oder größere Krisen oder über ja, die Lebenszeit immer wieder aufkommende Krisen bedeuten oder auch größeres Leid und immer wiederkehrende Probleme. Und es ist aber leider auch so, dass Betroffene, wenn sie sich sozusagen an ihr Umfeld wenden oder in ihren Freundeskreis, dass sie gar nicht immer unbedingt Unterstützung erfahren oder vielleicht manchmal nur am Anfang Unterstützung erfahren. Und dann gibt es aber irgendwie doch skeptische Nachfragen oder Distanzierung, weil den Leuten irgendwie das zu viel ist, wie es der Person geht oder wie sie irgendwie drauf ist. Und es ist leider auch oft so, dass Betroffene eben über die Zeit auch dann Freunde verlieren oder ihren Freundeskreis verlieren. Also was oft eben für Personen dann ziemlich schlimm ist oder ziemlich nachhaltig sein kann.
Und es ist eben auch oft so, dass die Betroffenen dieser Umgang damit auch ziemlich viel Zeit kostet. Also auch Zeit erstmal für sie herauszufinden, ah, was brauche ich denn, welchen Weg kann ich damit gehen, was tut mir gut. Also das sind sozusagen auch viele Wege, wo so mit Try and Error mal dies versucht wird, mal jenes, also was sozusagen wirklich viel Raum einnimmt. Und es kann eben auch sein, dass Betroffene ja eine Zeit lang oder auch immer mal in ihrem Leben ja damit ausgenockt sind oder nicht so mehr so aktiv sein können oder im Job oder in ihren Politprojekten oder in dem, was sie tun, immer mal wieder Phasen haben, wo sie nicht so aktiv sein können und das sozusagen sie schon beeinträchtigt. Ja, in Bezug auf die gewaltausübende Person, also die Person, die sozusagen übergriffig war oder die diese Gewalt ausgeübt hat, ist es eben so, dass viele Betroffene sich einen Schutzraum wünschen. Also was sozusagen nicht sein muss, dass sozusagen eine Person entweder in einer WG wohnt oder an einem Arbeitsplatz ist oder in einem Projekt mitarbeitet, dass die Person will, dass die Person da gar nicht mehr auftaucht. Es geht sozusagen auch oft darum, Räume abzusprechen, also sei es jetzt für eine Zeit zu sagen, ah, ich will die Person für eine Zeit nicht mehr sehen oder gar nicht mehr sehen oder wenn ich an diesem Projekt teilnehme, dann möchte ich, dass an den und den Tagen die Person nicht kommt. Also das sind sozusagen oft Bedürfnisse von Betroffenen, einfach auch, ja, damit sie sozusagen mit ihrem Bewältigungsprozess so ein bisschen so zur Ruhe kommen können, dass sie einfach nicht ständig erinnert werden und da einen Abstand wollen. Also das ist sozusagen oft Thema für Betroffenen, Schutzraum herzustellen, aber eben auch präventiv zu wirken. Also sozusagen dafür zu sorgen, dass jetzt Personen, von denen Gewalt ausgegangen ist, da ist es ja auch ganz unterschiedlich, ob die Personen sozusagen bewusst Gewalt ausgeübt haben oder ob ihnen das sozusagen gar nicht so bewusst war, weil sie sich bisher mit bestimmten Sachen noch nicht so beschäftigt haben, aber eben zu gucken, dass sozusagen nicht weiterhin Grenzüberschreitungen oder Übergriffe passieren. Also dass sozusagen für Prävention gesorgt wird und geguckt wird, ob eine Person sich eben die Gewalt ausgeübt hat, reflektieren will und kann und verändern möchte und sich auseinandersetzen möchte. Ja, die Frage ist so ein bisschen, was für Möglichkeiten Betroffene so in der Gesellschaft haben. Und ich finde, dass das, was die Gesellschaft, also jetzt die große, breite Gesellschaft hier anbietet, oft auch so ein bisschen wenig ist. Also viel ist es sozusagen, dass Betroffene sich erstmal ja an Freunde und Freundinnen wenden oder an das Umfeld wenden und versuchen, da Gehör zu finden, was eben manchmal gelingt, aber manchmal auch gar nicht gelingt und irgendwie gucken, ob sie da Unterstützung kriegen. Und ansonsten in der Gesellschaft gibt es natürlich auch ein Hilfesystem oder mittlerweile Unterstützungsstrukturen, also von eben professionellen Beratungsstellen, aber auch bis hin zu Selbsthilfegruppen gibt es da eben verschiedenste Möglichkeiten. Aber das sind meistens eben so individuelle Unterstützung, also wo es darum geht, wie die Betroffene selber individuell damit klarkommen kann oder was sie selber tun kann, damit es ihr wieder gut geht. Und das sind eigentlich nicht so Unterstützungen, die auch so weiter in das Umfeld wirken oder die sozusagen gucken, ja, in welchem Kontext ist denn diese Gewalt entstanden oder wer war daran mitbeteiligt, dass das überhaupt entstehen konnte oder wie kann Umfeld sozusagen gucken, dass sich da was verändert. Also das ist sozusagen was, was die Gesellschaft bisher noch überhaupt nicht anbietet, also da ins Umfeld zu gucken oder in die Kontexte zu gucken. Und da ist eben das Einzige, was die Gesellschaft eben anbietet, eine Anzeige zu machen. Und also ich finde jetzt eine Anzeige so gesehen nicht verkehrt, also bedeutet dann eben Anzeige und Gerichtsverfahren. Aber ich finde das auch jetzt nicht so den allerbesten Weg, weil was folgt wirklich daraus? Also allermeistens kommt es sowieso nicht irgendwie zu einer Anklage oder zu einer Bestrafung. Also von den Zahlen her ist es eben so, also dass sowieso nur 5-15% der gewaltausübenden Personen überhaupt nur angezeigt werden, weil eben dieses ganze Prozedere schon so abschreckend ist, dass kaum eine betroffene Person das tut. Und die, die das sich sozusagen trauen, die müssen dann eben diese schrecklichen
Aussagen bei der Polizei und vor Gericht über sich ergehen lassen, die wirklich nicht schön sind und allermeistens auch ja, keinen Erfolg mit sich tragen. Also nur 8,4% der Angeklagten werden auch wirklich verurteilt. Oder in Berlin sind es nur 3,4. Und was bringt einem das dann wirklich? Also es ist schon so eine Frage, okay, ist einem dann vielleicht Gerechtigkeit wieder erfahren? Also für manche empfinden das vielleicht schon so, ich habe dann Recht bekommen oder mir ist dadurch Gerechtigkeit wieder erfahren. Aber ich finde, dass sich eigentlich dadurch auch nicht wirklich was verändert, weil jetzt mit den Personen, die dann verurteilt worden sind, wird auch eigentlich sich nicht richtig auseinandergesetzt und gearbeitet und mit den Umfeldern auch nicht. Also ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass das so präventiv in der Gesellschaft wirklich nachhaltig was verändert. Genau, also das ist eben das, was die Gesellschaft jetzt so anbietet, eben eher diese individuelle Unterstützung oder eben Anzeige- und Gerichtsverfahren. Also dazwischen können sich dann Betroffene bewegen und entscheiden. Und das finde ich eben einfach viel zu wenig. Also gemessen daran, wie viele Frauen und Personen betroffen sind in dieser Gesellschaft und wie sehr uns eigentlich alle dieses Thema angeht. Genau, und deswegen gibt es sozusagen auch schon länger eben eine Suche, was wir eigentlich bräuchten oder was es eigentlich geben könnte. Und da gibt es eben eine Suche nach strukturell anderen Angeboten, also dass strukturell andere Angebote für Betroffene gemacht werden, wo die sich hinwenden können und Unterstützung finden. Und dass eben auch in Communities oder Organisationen, sei es jetzt in politischen Organisationen, Sportvereinen, Vereinsstrukturen, Schule, Uni, Arbeitskontexte, dass irgendwie einfach in allen Strukturen, wo wir irgendwie tätig sind oder leben, Angebote gemacht werden. Also das wäre so ein bisschen so ein Ideal von mir. Und dass da eben Betroffene dann Unterstützung finden und aber auch die Strukturen auch so eine Aufmerksamkeit darauf haben und ihnen irgendwie klar ist, dass sie vielleicht Betroffene auch in bestimmten Zeiten entlasten und also sei es jetzt eben in Arbeitskontexten und dann in den Phasen nicht so viel von ihnen abverlangt wird. Ja, in solchen Kontexten, wo man dann so Strukturen schafft, geht es eben auch darum, dann Schutzräume herzustellen, also das sozusagen dann auch ernst zu nehmen, wenn Betroffene Schutzräume haben wollen, was eben bedeuten kann, dass eben phasenweise gewaltausübende Personen bestimmte Projekte oder Orte nicht besuchen oder daran nicht teilnehmen oder dass eben auch Gespräche mit gewaltausübenden Personen stattfinden und ihnen also sie damit konfrontiert werden, was sie getan haben oder wenn sie sozusagen Sachen nicht bewusst oder unabsichtlich getan haben, dass ihnen erklärt wird sozusagen, was sie da ausgelöst haben, also dass da eben Gespräche stattfinden und dass es auch Angebote gibt für gewaltausübende Personen, sich zu reflektieren und zu verändern. Also da gibt es mittlerweile auch so Konzepte, die transformative Arbeit heißen und die später heute Abend auch noch in einem Workshop hier Thema sein werden, wo es um Community Accountability geht. Ja, diese ganzen Ideen oder alternativen Vorschläge, die sind so ein bisschen entstanden mit der zweiten Frauenbewegung, also eben in den 70er Jahren, also wo eben Frauen und Lesben vor allen Dingen angefangen haben, die Probleme zu benennen und so solidarische Strukturen aufgebaut haben und eben auch Frauenzentren gegründet haben, Frauengruppen gebildet haben und Selbsthilfegruppen. Und wo eben auch dann die ersten autonomen Frauenhäuser entstanden sind. Und aus diesen autonomen Strukturen sind dann eben ja, die mittlerweile auch staatlich oder institutionell geförderten Strukturen später entstanden von Beratungsstellen und Frauenhäusern. Ja, darauf aufbauend eben auf diese feministische Bewegung oder auf die zweite Frauenbewegung ist so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in sozialen Bewegungen ja stärker eben weitere Ideen entstanden oder weitere Strukturen entstanden, die viel eben auch mit Awareness betitelt werden oder Awareness-Konzepten. Und da gibt es mittlerweile eine Menge Angebote und eben auch eine Menge Angebote für unterschiedliche Orte oder für unterschiedliche Aktivitäten.
Also es gibt ja in der Linken oder in sozialen Bewegungen mittlerweile auf ziemlich vielen Partys Awareness-Gruppen. Also so, dass es auch oft so ist, wenn Menschen auf Partys gehen, dass dann da Flyer ausgeteilt werden oder Plakate hängen, die Leute darauf aufmerksam machen, dass es eine Awareness-Gruppe gibt und eben dann Personen, wenn sie belästigt werden oder Diskriminierung erfahren oder gar sexualisierte Übergriffe erfahren, sich dann eben an die Awareness-Person wenden können und dann Unterstützung finden. Und das hat eben gleichzeitig auch so einen präventiven Charakter, weil wenn Leute das eben hören und davon wissen, dann wissen sie sozusagen auch so, okay, hier bin ich mal ein bisschen achtsam oder dann wissen eben auch Leute, hier kann ich mir Sexismus und eben bestimmte Sachen nicht erlauben. Und diese Awareness-Angebote gibt es eben mittlerweile ja eben nicht nur auf Partys, sondern auch auf Festivals, also auch auf ziemlich großen Festivals wie die Nation oder die Fusion. Also die haben seit vielen Jahren schon Awareness-Gruppen, wo eben in größerer Anzahl Leute da sind, die eben ansprechbar sind und wo es dann auch Beratungsräume gibt oder Ruheräume, wo Leute sich irgendwie ausruhen können und eben auch geguckt wird, was Personen brauchen, um vielleicht auch weiter auf dem Festival zu bleiben oder ob sie vielleicht auch nicht weiter auf dem Festival bleiben wollen und wen man irgendwie anrufen kann, Freunde oder Freundin, und ob sie abgeholt werden wollen, also wo irgendwie geguckt wird, was braucht die Person jetzt, um ja, sei es wieder stabiler zu werden oder um Unterstützung zu erfahren. Ja, und ebenso wie eben auch bei Partys und Festivals gibt es diese Awareness-Gruppen auch auf politischen Camps, also viel auch auf Antira-Camps oder Klimacamps oder Ende-Gelände oder eben auch bei Konferenzen, also wie eben auch hier beim CCC, also hier gibt es da eben auch eine Awareness-Gruppe, aber auch in vielen größeren Politorganisationen oder Netzwerken oder Verbänden, also wie zum Beispiel eine Politgruppe, die Interventionistische Linke, die haben auch eben eine Awareness-Struktur, wo Mensch sich hinwenden kann. Ja, dann ist auch ganz wichtig, wenn es so eine Awareness-Gruppe gibt oder so eine Unterstützungsgruppe, auch eben publik zu machen, wie die arbeitet. Und einmal ist da eben auch ganz wichtig, dass die Gruppen eben vertraulich und anonym arbeiten, weil die Personen sollen ja auch eine Sicherheit haben, also wenn sie sich dahin wenden, dass sie wirklich gut unterstützt werden und dass es in einem vertraulichen Rahmen bleibt, weil es gerade bei diesem sensiblen Thema gibt es ja leider auch oft Tratsch und Klatsch sozusagen, dass dann erzählt wird, hast du gehört und dies und das, und alle wollen sich dann irgendwie ein Urteil machen oder alle wollen irgendwie auch noch mal wissen, was da passiert ist oder das irgendwie beurteilen. Und es ist eben ganz wichtig, dass es sozusagen eben geschützt und vertraulich bleibt, dass eben nicht Namen rumerzählt werden und so ein Tratsch losgeht. Und dann ist eben auch bei so Awareness-Gruppen wichtig, dass es eine parteiliche Unterstützung gibt, also dass die Person, die sich an die Gruppe wendet, auch weiß, ah, mir wird auch wirklich zugehört und mir wird auch geglaubt. Also ich werde nicht hier in Frage gestellt, ich muss nicht anfangen, mich zu rechtfertigen, ich werde nicht irgendwie skeptisch beäugt, also mir wird einfach wirklich geglaubt und das fühle ich auch, also sozusagen auch emotional bekomme ich eine parteiliche Unterstützung und auch von dem, was ich schildere, also was mir an Gewalt angetan wird, wird nicht irgendwie gesagt, nee, das war doch bestimmt gar nicht die Gewalt, also ich würde irgendwie denken, das war das und das, also dass sozusagen auch anerkannt wird, wie die Person diese Gewalt benennt und was sie sozusagen für Worte dafür findet. Also das ist eben auch ganz wichtig, also weil in unserer Gesellschaft, also mit dem, was ich vorher erzählt habe, auch mit diesem Anklage- und Gerichtsverfahren, da gibt es ja eben immer so Definition auch im Gesetzestext, oder da ist es ja dann einfach die Richterin oder der Richter, also so eine dritte Instanz, die sozusagen von außen beurteilt, war es jetzt diese Form der Gewalt, die in diesem Gesetzestext beschrieben ist. Und das ist eben eine Form, wie wir in den sozialen Bewegungen nicht arbeiten wollen, also weil es für uns ja auch gar nicht um Bestrafen geht oder um so eine Einordnung, sondern weil es eben darum geht, eine betroffene Person anzuhören, ihr zu glauben, sie zu stärken und auch die Begriffe zu benutzen, die sie eben nimmt, um die Gewalt zu benennen,
die ihr eben angetan worden ist. Also da ist eben ganz wichtig, dass das Wohl der Betroffenen bei den Awareness-Gruppen im Vordergrund steht und dass eben auch nur das getan wird, was die Betroffene möchte. Also das kann manchmal vielleicht auch ein bisschen irritierend sein, weil manchmal ist es eben auch so, dass eine betroffene Person zu einer Awareness-Gruppe kommt und einfach nur mal so loswerden will oder erzählen will, was ihr widerfahren ist und sie gar nicht unbedingt will, dass dann irgendeine Person irgendwo hingeht oder hinrennt oder mit der gewaltausübenden oder diskriminierenden Person spricht. Also dass das gar nicht das Anliegen der betroffenen Person ist, auch wenn die Awareness-Gruppe denkt, ah, wir müssen doch irgendwie der Person sagen, dass es nicht in Ordnung war, was sie da gemacht hat oder dass es nicht okay war. Also manchmal haben eben Betroffene gute Gründe dafür, dass sie das gar nicht wollen, dass die diskriminierende Person angesprochen wird oder die gewaltausübende Person. Und dann finde ich das auch ganz wichtig, das zu respektieren, weil es eben vor allen Dingen darum geht, dass die betroffene Person eben gestärkt wird und dass es sozusagen ihr wieder besser geht. Ja, von der Awareness-Arbeit, da gibt es so ganz viel zu erzählen, wie die so strukturiert ist oder was Menschen so bedenken müssen, wenn sie so eine Awareness-Gruppe gründen wollen. Und da will ich irgendwie nur mal so ein paar Aspekte nennen. Also einmal wird oft diese Arbeit eben so in Teams gemacht, also dass man eher in Zweierteams spricht oder in Dreier- und Viererteams. Und es ist unterschiedlich, ob die Awareness-Gruppe an einem bestimmten Infotisch sitzt oder in einem bestimmten Raum und Personen dann dahin gehen oder ob die Awareness-Schicht mobil unterwegs ist auf so einer Konferenz oder einem Festival und sichtbar ist durch T-Shirts oder Sticker oder irgendwas. Und es ist auch unterschiedlich, ob sie vielleicht angerufen werden kann über ein Telefon oder wie sozusagen das publik gemacht wird, also ob jetzt über Flyer oder Plakate oder auf manchen Party gibt es auch so Jingles, die laufen oder auf Festivals und ob die Gruppe eben Beratungsraum und Rückzugsraum hat und dass sie eben meistens eng auch so mit Sunnies oder der Orga-Gruppe oder wenn es eine Security gibt, mit der Security zusammenarbeitet. Und in den sozialen Bewegungen ist die Awareness-Gruppe eben meistens unbezahlt, aber es gibt eben auch Orte, wo die Awareness-Gruppe auch bezahlt ist. Und in Bezug auf die auslösende oder gewaltausübende Person macht die Awareness-Gruppe eben dann, wenn die Betroffene das will, eine Ansprache und entweder konfrontiert die Person damit, was sie getan hat oder erklärt der Person das oder vermittelt ihr das und teilt ihr eben auch mit, wenn es eben einen Schutzraumwunsch gibt, dass es eben Schutzraumwunsch gibt und wie der aussieht, also ob der sozusagen temporär ist oder welche Bereiche der betrifft. Oder auch, wenn es sozusagen den Wunsch gibt, dass davon ausgegangen werden kann, dass vielleicht die gewaltausübende Person wieder Gewalt ausüben könnte, dass man eben guckt, was das präventiv bedeuten kann, wie man damit umgeht, was es irgendwie braucht. Und wichtig finde ich da aber eben auch, eben nochmal zu sagen, dass Awareness eben keine Bestrafung ist, sondern dass es eben um Prävention geht. Ja, so strukturelle Angebote gibt es zum Teil ganz unterschiedlich. Also in den USA gibt es da auch schon ziemlich viel. Also in den USA gibt es in vielen Universitäten auch oder zum Teil auch in Schulen oder auch bei Parteien und Verbänden und Organisationen. Also hier in Deutschland gibt es eher eben in sozialen Bewegungen Strukturen. Und also die große Frage ist eben hier, also wie will unsere Community oder die Community, in denen wir aktiv sind, damit umgehen und wie wollen wir Verantwortung übernehmen oder welche Strukturen wollen wir uns schaffen? Ja, dazu will ich jetzt noch mal so ein paar Sachen so sagen, die eher so die Haltung dahinter auch noch mal so verdeutlichen. Also so schwierig ist eben auch dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt und der ganze Umgang damit, weil es sozusagen auch in unserer Gesellschaft dazu eben ziemlich viele Bilder gibt oder auch Mythen gibt, die es zum Teil oder wo ich finde, wo es super wichtig ist, die zu verändern. Und es gibt eben immer noch dieses Bild von, also eben das Ausüben von sexualisierter Gewalt, dass es sozusagen böse Menschen sind, die das tun oder kranke Menschen oder so eine Art von Unmenschen oder Ungeheuer.
Und das ist so ein Bild, was einfach so super tief verankert ist. Und ich finde aber voll wichtig, das zu verändern, weil sonst macht es das so super schwer, darüber zu sprechen. Also ich finde, wir müssen uns klarer bewusst werden, dass wir alle auch diskriminieren und dass wir alle auch Grenzen überschreiten und dass es sozusagen eingebettet ist, eben in ja, breite Diskriminierung und breite Grenzüberschreitung. Und dann kriegt das sozusagen auch nicht sowas, was so ganz außerhalb unserer Communities ist oder ganz außerhalb unserer Umgangsweisen miteinander. Also dann wird einfach auch klarer, eben zwischen uns finden auch Grenzüberschreitungen statt und kann auch Gewalt auch stattfinden. Ja, wichtig finde ich da auch, uns auch klar zu machen, dass gerade auch so in Bereichen von Sexualität, also mehr sensibel zu sein oder sich auch ja, Dinge mehr wahrzunehmen. Und ich finde, in der letzten Zeit wird da auch viel stärker von konsensualer Sexualität gesprochen. Also das bedeutet eben auch nicht mehr dieses, also einerseits ja, Nein heißt Nein, aber vor allen Dingen auch Ja heißt Ja. Also stärker zu gucken, dass Menschen eben darüber sprechen, welche Sexualität wollen wir leben und dass sie sozusagen gewünscht und bejaht wird von beiden Personen und nicht erst dieses, es muss ein Nein kommen und wenn ein Nein überhört wird, dann kommt es zu einer Grenzüberschreitung, sondern eben stärker darauf zu achten, dass wir Sexualität leben, die von eben allen bejaht wird und da auch eben stärker ja, Grenzen von anderen wahrzunehmen, aber auch eigene Grenzen stärker wahrzunehmen und Interessen zu äußern und stärker auszuhandeln. Ja, also Awareness fängt da sozusagen eben bei uns allen an. Und da finde ich es eben wichtig, diese binären Gut- und Böse-Bilder zu durchbrechen und dass wir eben miteinander auch über uns sprechen und über unseren Umgang miteinander. Und gerade auch, was Betroffene betrifft, also gibt es eben in unserer Gesellschaft immer noch so ein sehr krasses Betroffenen-Stigma, also das sehr stark wirkt und was auch immer noch schwierig macht, Betroffene, also dass Betroffene sich überhaupt als Betroffene outen. Also das kommt einfach so gut wie nie vor, weil die Gesellschaft das einfach noch gar nicht hergibt. Also Betroffene haben eigentlich in unserer Gesellschaft bisher noch keine Sprechposition und noch keine Sichtbarkeit. Also das hat sich jetzt so mit der MeToo-Kampagne in den USA ein bisschen verändert. Aber auch hier in Deutschland hat sich mit der MeToo-Kampagne kaum eine Schauspielerin oder kaum jemand selber als betroffen benannt, also weil das sozusagen ja, die gesellschaftliche Atmosphäre noch überhaupt nicht hergibt, darüber offen sprechen zu können. Also Betroffene werden immer, also weiterhin immer noch auch oft lächerlich gemacht oder nicht ernst genommen oder für verrückt erklärt oder ihnen wird eine Mitschuld unterstellt oder die sexualisierte Gewalt wird verharmlost, also mit das war doch gar nicht so schlimm oder die soll sich nicht so anstellen. Und stattdessen geht es aber eigentlich darum, eine andere Haltung zu entwickeln, also eben eine Haltung, die Betroffene nicht fremdoutet, also dass sozusagen niemand ja, tratscht oder Betroffene eben als Betroffene benennt, wenn sie das gar nicht wollen und dass Betroffene nicht in die Situation gebracht werden, sich irgendwie rechtfertigen oder sich erklären zu müssen. Und dass eben Schutzräume akzeptiert werden und es kein Drängen darauf gibt, dass sie eben das Erlebte veröffentlichen müssen und kein Drängen gibt, wenn man im Gespräch ist, das, ja, sich irgendwie genauer zu erklären oder Details zu erzählen. Also es erfordert sozusagen auch immer noch in unserer ganzen Gesellschaft, aber auch in unseren Communities oder in unseren Freundeskreisen einen immensen Mut, also sich zu wehren oder überhaupt sozusagen sich zu äußern und was zu benennen. Ja, in der Gesellschaft wird eben Frauen und Betroffenen immer noch meistens nicht geglaubt. Also das merkt man auch bei den Gerichtsverfahren, aber eben auch in unseren Communities, also dass Betroffenen sehr oft nicht geglaubt wird, wenn sie irgendwie was äußern oder darüber sprechen. Und es gibt eben auch so Opferbilder, also eben so Vorstellungen davon, wie eine Betroffene sein muss, damit ich ihr glaube. Und Betroffenen wird dann eben mehr geglaubt, wenn sie sittsam wirken oder unschuldig wirken oder aber auch, wenn sie schwach wirken und hilfsbedürftig wirken.
oder wenn sie eher gebrochen sind und weinerlich, dann wird ihnen eher geglaubt, dass ihnen was Schlimmes passiert ist. Und wenn eine Person aber sehr selbstbewusst und stark dasteht oder eine Person vielleicht auch vielfältige Beziehungsformen führt oder vielfältigste Sexualitäten lebt, dann wird ihr sozusagen seltener geglaubt. Also es gibt eben diesen Mythos der Mitschuld. Also wenn du zum Beispiel alleine nachts auf der Straße unterwegs warst oder alkoholisiert warst oder Drogen konsumiert hast oder dein Aussehen entsprechend war oder du oft wechselnde Partner hast, also dann wird dir oft eben eine Mitschuld gegeben. Und von diesem Mythos hängt eben ab, also wie sehr dir geglaubt wird. Aber stattdessen sollte es eigentlich eher eben darum gehen, Betroffene zu stärken und Betroffene eben dabei zu unterstützen, dass sie aus der Ohnmacht oder wenn sie, also das trifft jetzt nicht auf jede Betroffene zu, aber wenn sie sozusagen danach eher eine Zeit noch so ein bisschen unter Schock sind oder es ihnen nicht gut geht oder sie sich ohnmächtig fühlen, also sie darin zu stärken, da herauszukommen und dass sie sich eben wieder stärker ermächtigen. Und es geht eben darum, dass Betroffene Unterstützung erfahren, wenn sie das wollen und dass ihnen geglaubt wird und dass sie sich nicht rechtfertigen müssen. Und bei Unterstützungsarbeit geht es eben deswegen darum, den Betroffenen parteilich zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen, ihnen Vertrauen zu schenken, Stärkung zu geben, ihnen mit Rat zur Seite zu stehen, die Ermächtigung zu stärken und sie eben bei der Handlungsfähigkeit zu unterstützen und eben nicht gegen die Interessen von Betroffenen zu handeln. Ja, das waren alles eben jetzt so Beispiele, die schon so entstanden sind in alternativen Strukturen oder da, wo Awareness-Konzepte praktiziert und ausprobiert werden. Also es geht eben darum, wie kann man die Situation für Betroffene verbessern, aber wie kann man sozusagen auch allgemein in unseren Communities und in unseren Strukturen Gewalt minimieren oder eben mit Gewalt umgehen, also emanzipativ umgehen, wenn sie stattgefunden hat. Und das ist eben die große Frage auch, also allgemein für die Gesellschaft und alle Communities und auch die Community hier. Also wie sieht unsere Antwort darauf aus? Genau, also diese Antwort kann ja eben sehr unterschiedlich aussehen. Also hier auf dem CCC gibt es da eben auch eine Awareness-Struktur und eine Awareness-Gruppe. Und da will ich einmal auch noch mal kurz so Eigenwerbung machen, weil ich nämlich dieses Buch geschrieben habe zu antisexistischer Awareness im Unrast Verlag entschieden. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen so ein Leitfaden, wie man Awareness-Strukturen aufbauen kann oder solche Gruppen gründen kann. Genau, das war der Talk von mir und jetzt ist sozusagen noch so ein bisschen Zeit für Nachfragen und Diskussion und genau, erstmal danke, dass ihr zugehört habt. Okay, super, vielen Dank soweit an. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Zeit für Fragen, das heißt, falls ihr hier im Raum Fragen habt, dürft ihr gerne zu einem der beiden Mikrofone kommen und die direkt stellen. Alternativ, falls ihr ein bisschen schüchtern seid oder auch einfach nicht im Raum, dann könnt ihr die Fragen über Twitter, Mastodon oder IRC stellen. Der Hashtag dafür ist CWStage. Alles klar, dann ist da direkt am rechten Mikrofon eine Frage. Bitteschön. Danke für deinen Talk. Vielen Dank, sehr hilfreich. Ich wollte dich einfach fragen, du hast Prävention ja auch da nochmal stehen, so im Kontext von Hackspaces, Makerspaces. Hast du Ideen, Ansätze, wie eine präventive Arbeit auch aussehen können, präventive Konzepte, einfach so ein paar Ideen? Ich finde, dass einmal präventiv wirkt, wenn sich Freundeskreise und Communities auch mit diesem Thema beschäftigen. Und ich finde, das geht oft sehr gut in Workshops. Also ich finde jetzt so Talks oder so größere Geschichten ist auch eine gute Sache. Aber ich finde, gerade in kleineren Kreisen und in Workshops kann Mensch sich eben viel besser miteinander austauschen und hat auch noch mal viel mehr Zeit zu überlegen, was bedeutet das so für meinen Freundeskreis und mein Umfeld oder mein Hackspace oder eben die Spaces hier. Wie läuft es gerade so? Wie ist es sozusagen hier, wenn Personen Diskriminierung erfahren, könnten die das gut äußern? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, sich wohin zu wenden?
Werden die auch genutzt? Was könnten wir tun, um das irgendwie niedrigschwelliger zu machen? Und ich finde, oft werden Sachen eben dann niedrigschwelliger, wenn auch irgendwie Vertrauen entsteht. Und ich finde, Vertrauen entsteht viel dann, wenn Personen mitbekommen, dass Menschen das Thema eben ernst nehmen und sich damit beschäftigen und darüber sprechen in einer angenehmen Weise. Dann habe ich ja eher Vertrauen, mich auch an Personen zu wenden und das so zu äußern. Also eigentlich finde ich, wirkt präventiv, dass wir anfangen, stärker darüber zu sprechen miteinander oder in Workshops und das sozusagen so eine Praxis des Sprechens darüber verbreitern. Okay, vielen Dank. Dann wechseln wir doch direkt zum linken Mikrofon rüber. Ja, auch danke für den Vortrag. Ich habe mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt und du hast selber gesagt, dass du Anzeigen nicht für so sinnvoll hältst. Ich persönlich habe mich immer gefragt, wie das dazu gekommen ist, dass es erstens so wenig bestraft wird und zweitens, warum Leute eben dazu neigen, das dann nicht anzuzeigen. Weiß auch schon ein bisschen was darüber, aber ist es nicht irgendwie ein Versagen des Rechtsstaates und gibt es irgendwo nicht Bestrebungen, das vielleicht zu verändern oder zu verbessern, so dass es eben für Betroffene besser möglich wird, eine Bestrafung herbeizuführen? Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es ein Versagen des Rechtsstaats ist. Und ich wollte jetzt auch gar nicht so verstanden werden, dass ich gegen Anzeigen bin. Also für viele Betroffene ist es auch total empowernd zu sagen, nee, ich zeige an, ich lasse mir das nicht gefallen. Also ich will zur Polizei gehen und das anzeigen und ich will auch, dass es vor Gericht geht. Das ist mein Recht und ich will da Gerechtigkeit. Und das ist für die total wichtig, also dieses Gefühl, das zu tun oder das getan zu haben. Aber es ist eben oft so, dass gerade dann dieses bei der Polizei sitzen und da befragt zu werden oder eben dann auch vor Gericht zu sitzen und da befragt zu werden. Und da gibt es ja auch oft ganz schreckliche Sachen. Also dass es dann so psychologische Gutachten gegen die Betroffene gibt, wo sozusagen in psychologischen Gutachten dargelegt werden soll, dass man die Betroffene nicht ernst nehmen kann oder so. Also dass sozusagen die Betroffene dann vor Gericht eigentlich auch nochmal so eine Form von Gewalt erfährt. Und ich finde, das ist ein Mega-Versagen des Rechtsstaats. Und was es dagegen so ein bisschen gibt, also es gibt ja eben Frauenberatungsstellen, die auch Betroffene begleiten und die Betroffene auch also auf diesem ganzen Weg auch vor Gericht begleiten, also dass dann auch Unterstützerinnen dabei sind. Aber ich finde, das gibt es viel zu wenig. Also erstmal bieten das viel zu wenig Beratungsstellen an. Dann die Beratungsstellen, die es gibt, die sind oft total überlaufen. Also selbst wenn das sozusagen in einem guten Umfang stattfinden würde, ist es sozusagen auch weiterhin, dass sich eine Betroffene da bei der Polizei und vor Gericht ja eigentlich ja auch so einem Machtapparat gegenüber sieht. Und im Grunde genommen bräuchte es da dann auch nochmal ganz andere Schulungen, also die es teilweise auch gibt mittlerweile auch bei der Polizei, aber auch noch mal stärker, was so Gerichtsverfahren betrifft, also dass eben Personen in diesem Rechtsstaat mit den Betroffenen auch anders sprechen. Aber das macht es ja eben auch schon so schwierig, dass sozusagen so ein einfühlsames Sprechen schwierig ist in einem Rechtsstaat, der ja eben einfach von diesem Neutralitätsgebot ausgeht. Auf jeden Fall ist da ja auch kein parteiliches Sprechen möglich, weil das steht ja einfach diesem Neutralitätsgebot entgegen. Also da klemmt sozusagen sowieso was miteinander. Okay, dann wechseln wir doch direkt wieder auf die andere Seite. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch noch mal kurz auf diese Frage eingehen. Ich habe mich schon relativ lange jetzt mit dem Thema sexualisierter Gewalt beschäftigt. Und gerade was die Strafbarkeit in unserer Gesellschaft angeht, ist es auch noch mal lohnenswert, sich die Historie anzuschauen. Und Vergewaltigung an sich ist historisch vor 100 Jahren, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, so gehandhabt worden, dass halt eine Vergewaltigung einer Frau ein Straftat gegen den Besitz des Ehemannes war. Und aus dieser Grundlage heraus hat sich das quasi weiterentwickelt. Dann in den 90ern erst wurde Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft. Also wir sind da eigentlich noch sehr stark am Anfang. Und da muss man sich auch nicht wundern, warum Vergewaltigung heute vom Rechtsstaat so schwierig gehandhabt wird. Also genau, das wollte ich nur auch noch mal hinzufügen.
Ja, das ist ein super wichtiger Beitrag. Alles klar, dann bleiben wir direkt bei dem Mikrofon. Was lässt sich dagegen tun, wenn Betroffene nach der Straftat ein bisschen Raum für sich gewinnen wollen, aber die Beweise eigentlich direkt beim Arzt einholen müssten? Also was macht so eine betroffene Person am besten, wenn sie eigentlich erst Abstand gewinnen will, aber die Beweise später für eine Anklage bräuchte? Ja, also wenn eine Betroffene überlegt, eben diesen Rechtsweg zu gehen oder sich das offen halten will, den später zu gehen, also gibt es die Möglichkeit einer anonymisierten Spurensicherung. Also da gibt es in Hamburg und in Berlin auch zwei Ambulanzen, die extra dafür da sind, eine anonyme Spurensicherung zu machen. Aber auch in anderen Städten machen das Krankenhäuser zum Teil. Aber da ist es eben auch unterschiedlich, weil bei Krankenhäusern ist es zum Teil so, dass die eben die Polizei informieren. Also dass dann eine Betroffene nicht die Möglichkeit hat, dass es anonym passiert und sie sich sozusagen später nochmal überlegen kann, will sie jetzt anzeigen oder nicht, sondern dann informiert das Krankenhaus die Polizei direkt. Also das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Und sicher kann sie sich da eigentlich nur in den Gewaltschutzambulanzen sein, die es eben in Hamburg und Berlin gibt. Und da werden dann Beweise ein Jahr lang aufbewahrt. Und in dieser Zeit kann sich eine Betroffene überlegen, ob sie eben eine Anzeige machen will. Okay. War das deine Frage oder ging das nochmal in eine andere Richtung? Doch, ja. Okay. Alles klar. Und dann gehen wir wieder zum linken Mikrofon. Ja. Ich würde gerne noch eine Anmerkung zu der Frage davor machen und mich anschließen an die Vorrednerin. Die Frage danach, warum dann wirklich so wenig Betroffene eben die Gerichtsbarkeit der vertrauen können oder sich daran wenden. Und klar, ich stimme total zu, dass das ein Problem ist und der Rechtsstaat da versagt oft. Und trotzdem ist ein Rechtsstaat nicht ein luftleerer Raum, der außerhalb von unserer Gesellschaft existiert. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass auch nochmal die Gesamtverantwortung, also unsere alle Verantwortung in den Blick zu nehmen, weil es ist nicht nur das Problem, dass den Frauen oder Betroffenen in der Polizei nicht geglaubt wird, in den Gerichten nicht geglaubt wird, sondern unsere ganze Kultur, also das Patriarchat, in dem wir alle leben, einfach zu einer Stimmung führt, dass es für Betroffene ganz schwer ist, gehört zu werden und dass ihnen geglaubt wird. Das hast du auch angesprochen, aber ich finde auch spezifisch in dieser Frage muss das nochmal erwähnt werden. Und solange sexistische Witze überall noch gang und gäbe sind, das ist es einfach kein sicherer Raum, sich da zu öffnen und da Vertrauen zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also auch, ich meine, ich spreche ja jetzt einerseits so dafür, dass eben Communities oder soziale Bewegungen sich überlegen, wie sie damit umgehen. Aber das bedeutet natürlich überhaupt nicht, die Gesamtgesellschaft oder den Rechtsstaat aus der Pflicht zu nehmen. Und da müsste natürlich so einiges passieren. Also da müsste die Gesetzeslage nochmal ganz geändert werden und die Strukturen nochmal ganz geändert werden. Also das wäre wirklich sehr, sehr weitreichend. Und von der Gesetzeslage ist da ja Anfang letzten Jahres was passiert, was in einer Hinsicht eine kleine Verbesserung war. Also dass nämlich in dem, wie Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt definiert wird im Gesetzestext, jetzt eine Betroffene sich nicht mehr körperlich gewehrt haben muss, also, sondern dass eben ein Nein ausreicht. Also das wurde geändert im Gesetzestext, was ja gut ist, aber es haben sich auch Sachen zum Negativen verändert, dass zum Beispiel also eben das Strafrecht auch an das Asylrecht gekoppelt worden ist und dass eben Personen, die vom Asylrecht hier nicht anerkannt sind oder keinen gefestigten Aufenthaltsstatus haben, eben über das Strafrecht bei Vergewaltigung auch ausgewiesen werden können. Und es gab auch noch eine andere Verschlechterung, dass es also Gewalt, die aus Gruppen hervorgeht, auch noch mal anders gerahmt wird. Und in unserer Gesellschaft ist es aber eben oft so, dass Gewalt, die aus Gruppen ausgeht, oft sozusagen migrantische Gruppen als Gruppen wahrgenommen werden und aber eben weiße männliche Personen dann eher als Einzelpersonen wahrgenommen werden. Also das ist eine Verschlechterung mit diesem neuen Gesetz.
Okay, alles klar. Langsam geht die Zeit zu Neige, aber ich glaube, wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Wenn du dich kurz und knackig fasst, kriegen wir das hin. Klar. Dankeschön. Jetzt haben wir viel über Dinge geredet, wo Leute eher gleichberechtigt sind und sein können. Hast du Tipps, wie man solche Workshops oder sowas in Firmen gestalten könnte, wo es ein generelles Machtgefälle schon aufgrund der Struktur der Firma einfach gibt? Ja, ich finde, da kann man eigentlich genauso auch Workshops machen. Also ich finde, in vielen Firmen gibt es ja auch Antidiskriminierungsworkshops. Viele Firmen haben auch sowieso Strukturen. Also ich finde, das muss auch gar nicht immer unbedingt in Firmen schlecht laufen. Also ich kenne auch eine Menge Beispiele, wo in Firmen sich Betroffene an Frauenbeauftragte oder auch an Antidiskriminierungsstellen in Firmen oder auch an Betriebsräte, Betriebsrätinnen wenden und sie auch Unterstützung erfahren. Also das muss gar nicht unbedingt immer ungünstig sein in Firmen. Und auch jetzt Fortbildung oder Aufklärungsworkshops, finde ich, kann man in Firmen ganz genauso machen. Also das muss gar nicht sein, dass die dem unaufgeschlossener sind als jetzt andere Teile der Gesellschaft. Okay, super. Dann sind wir quasi mit einer Punktlandung auch am Ende der Zeit. Vielen, vielen Dank nochmal an für den sehr guten und wichtigen Talk. Ja, danke euch, dass ich hier sprechen durfte.